Jetzt mit einem schnellen Trade-Ban-Update unterwegs. Nach YCS Lil ist einiges dazugekommen, einiges weggegangen und deswegen gibt es jetzt ein Update. Anfangen tun wir mit meiner coolen Preiskarte Super Rare, die Gwarza King of the Heavy Industry. Ist zur Abgabe, wenn das Angebot stimmt, ist noch original verpackt, so wie ich sie bekommen habe, in diesem Glass-Case. Und jo, macht mal einfach Angebote, ich nehme Karten und Geld. Wands werde ich irgendwann demnächst aktualisieren, sonst gelten im Moment die von den letzten paar Trade-Ban-Updates, davon ist das meiste noch aktuell. So, jetzt kommt der erste Binder. Die sind super, die sind auch super, die Tourguides von Secret of First. Dann habe ich hier ein bisschen Theos, zwei Linden, Spellbook Edition Ultra, 5 Wähler Ulti, 4 Wähler Super. Riss ist super, Dark Holes Ultra, Spellbook Tower Secret, DT Phalanx, DT Neos Alias jeweils im Playset, dann Playset Grand Soil. Bisschen Retro-Pack LADD, Secret, 3x Gigi-Armor, davon habe ich auch noch mehr, also mehrere Playsets vorhanden. Evil Swarm-Zeug, noch mehr Evil Swarm-Zeug, alles DT. Angel 07, Debris Ulti, Thunder Kings Ulti, DT Guni und DT Bryonek. Dann Super Rescue Rabbits, Secret Army First Rescue Rabbits, Ultra Teleporter, Ultra Chaos Sorcerer. Super Debris, Ulti JDs, Ulti Warnings, Super Prisons, DT Barkion, Gold Nature Beasts, Secret Barkion, Super Gadgets, Ulti Zukus, der Gusto Phoenixes, Super Books, für den Phoenixes sind 2 DT, 2 Secret, 2 ewige Chimera Geist DT, 4 Chaosjägerinnen, Urteile, Atoms, Secret Retro Pack Antikillampe. Crush Cards, Gold, Nebelkönige, Super Luminas, DT, Force Raider, Playset, 4 Bären, davon einer Ami, 3 Deutsch, 2 Super Breaker, 3 Cardcast, davon 1 Deutsch, 2 Ami, Ulti Kaios, Ulti Cyberdrain, 2 Skullmeister, 5 Breakthrough in Ultra, Ulti Silvers, Ghost Rare, Excalibur, Ulti Thresher, Ultra Doomkaliger, Ultra BTH, Super Guaiba, Ultra Spellbook of Fates, Ulti Shim. Leads, Secret Katastoren, Ultra Acid Golems. Hier so ein bisschen so Zeug. Hier noch Ultra Books, Super Nine Assailants, Super Chain Disappearance, ein Burai, Gear Judgment, Secret und Ulti Dud, DT Debris, DT Books, Ulti Scraps, Super Whirlwind, Secret Retro Pack Klonen. Super Diva, Super Smashings, Super Heimtückschwellgruppen, Secret Brigaden, noch so ein bisschen anderes Zeug, Mon Glacier, Ultra Cyber Happy Lady fürs Happy Deck, das jetzt rauskommt, Ultra Warning, Super Warning, Secret Treacherous, Ultra Grapher Gold Rayo, ein paar Super Max Cs, Secret Dualities, davon einer Deutsch, zwei Italienisch, alle First, dann DT Waboku, DT Roar, Ghost Gold Herold. Hier ein bisschen Constellar Zeug. Dann noch DT Compulsories. DT Rekindling, Super Rekindling. Noch mehr Super Dieven. DT Guaibas, Ulti Thought Ruler. Hier noch ein bisschen DT Smashings und DT Iron Call. Und der zweite Binder. Der zweiten Binder. Haben wir hier DT Paladine. Ein bisschen Evolza Zeug. Buraidos, Super Zen Mains, Tiger King, Secret Zen Mayos, Ultra Scrap Iron Scarecrows, Ultra und Gold Mind Controls, Super Dust, bisschen DT Dragoonity, Ultra Stratos, Placid Electrum, 2 Ulti Chidori, 2 Paladinamo, Scherben der Gier, Super Poli, Soul Gold Saku, Placid Instant Fusion, Color Rare Bora, also Zeug, DT Skillrain, DT Shadow Mirror, leider jeweils nur einen. Wattgiraffen Playset, 3 Vulcasaurus, Super Undyne, Shinings, noch ein bisschen Stuff, DT Goldfische, hier noch ein bisschen Stuff. Abyss Rides noch. Hornets,
Hero Life. Ulti-Lila. Lanzen, Kleider. Spellbook Secrets jede Menge. Temperance. Französisches Playset Phalanx. Ultra Skill Drain. Und hier ist dann nur noch so ein bisschen weniger mächtiges Zeug. Ja, wobei, hier kommen dann noch ein bisschen Dragoonity. Und hier noch ein paar Spells. Jo, das war's schon mit dem Threadband Update. Recap von der YCS Lil, kommt später. Aber wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, habe ich mir kräftig gegönnt. Und freut euch auf ein cooles Recap.